Ja, liebe Leute, wir sind wieder zurück mit Pokémon Schild und nicht Schwert. Schneeleiner der Krone, wir sind mit dem zweiten DLC mitten dabei und ja, in der ersten Folge haben wir tatsächlich uns hier ein bisschen umgeguckt und haben einige neue Pokémon, viele neue Pokémon gefangen. Und jetzt haben wir gesehen, wie die Tochter von diesem mysteriösen Mann, wo ich selber überzeugt bin, dass es bloß ist, sich hier in diese Höhle begeben hat und das war, heißt, wir müssen hinterher. Da ist deiner Riesennest. Nein, nein, nochmals nein. Ich bitte Sie, das geht so nicht. Aber warum denn nicht? Meine Tochter soll darin. Das mag sein, aber... Aber was? Ich mag... ich mache bei diesem Abenteuerdienst damit, okay? Ich bin vermutlich der größte Abenteuer von allen. Wie ich Ihnen noch nicht schon mehrmals gesagt habe, das kann ich leider nicht zulassen. Mach zu, hör. Ja. Ah. Ich kann es natürlich nicht zulassen, Mann. Oh, du bist wirklich gekommen. Was denn? Ich bekomme ja eine absolute Vollkrise. Diese sturköpfige Forscherin da will mich einfach nicht durchlassen. Bitte was? Wer soll hier der Sturkopf sein? Ich habe es Ihnen doch schon oft genug erklärt, aber Sie wollen einfach nicht richtig zuhören. Deine Nächstabenteuer sind äußerst gefährliches Unterfangen und... Ah, dieses wissenschaftliche Palaver macht mich wahnsinnig. Und wir drehen uns die ganze Zeit im Kreis. Du scheinst diesen Mann zu kennen. Würdest du dir meine Erklärung annehmen? Da könnte ich euch auch zusammen durchlassen. Aha, ehrlich, gibt's jemand was von sich, was Hand und Fuß hat. Wärst du so nett, dir Ihre Erklärung anzuhören? Dann können wir zusammen nach meiner kleinen Mila suchen, okay? Ja, dann hören wir uns mal das Ding an. Möchtest du dir meine Erklärung zu Dynamics Abenteuer anhören? Ja. Ach, ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Du hast was gut bei mir, Mann. Also gut, dann beginne ich mit der Erklärung. Das Dino-Riesennest ist ein unterirdisches Labyrinth, in dem sich seltene Pokémon eingenistet haben, die man sonst in der Galar-Region nicht zu Gesicht bekommt. Wir haben Giratina. Okay. Aha. Super. Also, eure eigenen Pokémon laufen dort leider Gefahr, durch die hohen Konzentration Galapartikel außer Kontrolle zu geraten. Aus diesem Grund bieten wir Leih-Pokémon an, deren Resistenz gegenüber Galapartikeln sie von diesem Schicksal bewahrt. Ah, jetzt schnall ich's. Wir sollen 3 Pokémon-Partikel ausleihen, damit sie richtig außer Kontrolle zu geraten und selten deine Trainer fangen können. Weiter können sie nicht daneben, liegen, guter Mann. Da drin ist es gefährlich, also halten sie sich bitte an die Regeln. Okay, so richtig blicke ich doch nicht durch, aber spannend klingt das allemal. Also gut, die komplizierte Erklärung spare ich mir jetzt mal. Ich sehe mir das hier mit den eigenen Augen an. Halt durch, Mila. Der Papa ist bald da. Halt an. Sie können doch nicht einfach. Mann, das ist so gefährlich. Was ist diesem Mann gefahren? Warum ändert sich mein Gesicht so an Präsident Rose? Ich hab's gesagt. Das war mir schon klar. Irgendwo ist der Typ nämlich wirklich. Der Typ ist Rose. Da bin ich mir sicher. Das werden wir bestimmt am Ende noch erfahren. Falls du ihm nachlaufen möchtest. Nein, das solltest du nicht. Aber falls du dich in Dunmax Abenteuer stürzen willst, lass es mich wissen. Okay, haben wir hier eigentlich mit dem... Aber wir können nichts mit Kera da machen. Okay, ich dachte, wir können die irgendwie fangen. Nö, dann haben wir eigentlich tatsächlich genau das. Quatschen wir doch kurz mit der jungen Dame hier. Ich kann eine fantastische Warnung gegen deiner Erz anbieten. Drei Stück. Gut, dann machen wir das doch mal. Wir haben ja ein bisschen was gefunden. So, okay, dann gehen wir mal rein. Für jede erfolgreich abgeschlossene Erkundung wird sie von mir übrigens mit deiner Erz belohnt. Zudem wirst du alles der Pokémon behalten, die du unterwegs gefangen hast. Denn dann brauche ich jedoch für meine Forschung. Möchtest du einen Dynamax-Anteil aufbrechen? Ja, klar. Ich speichere das Spiel kurz. Okay. Probieren wir es mal. Was haben wir denn hier Schönes? Und Cabo. Branawarz, Lamelux. Ja, ich nehme mal Branawarz mit. Okay, hier sind wir die Typen. Ah, und dann ist das Legi. Okay. Ich nehme den Weg. Ach, das ist auch nein. Das passt auch noch, dass es ein Dings ist, ne? Ein Pflanzengift-Pokémon. Ja, versuchen wir es.
ist auch noch ein Roselia. Das passt natürlich alles an als gut. Fangen wir an mit dem ersten mit der ersten Erkundung. Okay, gehen wir drauf. Level 65 ist es, Brainer Watz. Okay. Ich hoffe, dass ich dich trotzdem down kriege irgendwie. Das ist natürlich alles anders gut. Oh, jetzt sinkt zumindest die Initiative. Und jetzt komm mit Flammenwurf jetzt. Okay, die Hälfte, das hast du noch. Oh, es brennt sehr gut. Gut, jetzt haben wir natürlich wieder ein bisschen KP zurück, mein Freund. Ja, Mundgewalt ist nicht sehr effektiv, weil es ein Gift-Pokémon halt immer noch ist. So, dann gehen wir auf dünner Giftschwall. Oder das... Okay, es hat ja stimmt, das hat der Lebentropfen eingesetzt. Ich habe nicht die richtige Wahl getroffen, muss ich sagen. So, ich hoffe, dass das mit Flammenwurf jetzt... Ja! Ja! Gut. Okay, du gehst auf Orgel. Nicht tragisch. Lamelox regelt halt ein. Warum greift ihr nicht an? Nochmal mit Giftschwall oder damit ist das Pokémon schon mal down. Dann haben wir doch ein bisschen weniger Probleme gehabt, als ich erwartet habe. Und wir versuchen dieses Roselia mit einzufangen. Ich habe ja noch Basisbrille. Dann nehmen wir einen Superball auf jeden Fall dafür. Ich würde es gerne mitnehmen. Das kann ich was können. Ich hätte erwartet mit Gift. Okay, ich habe einen Vorteil mit dem Boden-Pokémon, aber scheinbar dann nicht. Eins. Es ist drin. Das war sogar ein Lucky Swoo, wenn ich es richtig gesehen habe. Ins Team aufnehmen. Warte mal, nehmen wir was dazu. Warte mal. Kampfstahl. Ja, lieber Kampf, komm. Ich weiß nicht, aber diese Höhle könnte ich sogar komplett reinkriegen. Wäre cool, wenn ich sie kriegen würde. So, oh Gott, Loco. Ernsthaft? Was soll ich denn da machen mit Roselia? Ernsthaft, da kommt der mit dem scheiß Logok. Hab ich jetzt nicht erwartet. Der Cabo, okay. Ich hoffe, dass ich jetzt ein bisschen Glück habe. Ja, ich hätte Brandabals behalten müssen. Logok. Jawohl, mit Sensor sitzt er auf. Meteorstrahl. Du hast dich jetzt nicht ernsthaft an Chefs Spezialangriff nur gepusht. Lamelux setzt Regentanz ein. Sehr gut. Regentanz ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil dadurch kann er mit seinen Feuerattacken nicht allzu viel machen. Also ein Lokok jetzt, wenn ich jetzt tatsächlich das tatsächlich gefangen bekommen könnte, dann wäre es super. Dann würde ich sogar mit ins Team nehmen. Also mitnehmen ich in die. Es haut erstmal das Monte Carlo aus dem Rennen. Ja, der Sturm wird höher, stärker, sonst muss ich gleich was anderes probieren. So, jetzt wirkst du unter die Erde. Das ist gut, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, schön. Die Hälfte des Lebens ist weg.
Und er kriegt noch eine drauf. Und jetzt mit dem Taucher noch die... Und jetzt mit dem Taucher noch weiter. Nochmal drauf. Bleib bei Dings. Okay, das ist nicht schlimm. Das ist nicht tragisch, weil durch den Regen ist es eh abgeschwächt. So, jetzt bitte mit Taucher. Jawohl, sehr geil. So, Logok ist definitiv geschwächt und ich werde es versuchen zu fangen. Und ich werde versuchen, das... Ich werde sogar mit ins Team nehmen. Definitiv. Ja, Logok ist cool. Ich mag es. Mit einer meiner liebsten Kampf-Pokémon. Okay, es bleibt gar nicht beim Lucky 2, sondern wir können die Pokémon eigentlich nur so fangen. Und das heißt, ja, das ist gut. Das ist gut. Ich werde es mit ins Team nehmen. Weil Logok geht immer. Ins Team aufnehmen, definitiv. So, jetzt haben wir Gestein und Stahl. Und mit Logok kann man einen Vorteil bei den Stahl-Pokémon, definitiv. So, gut, ich glaube, wir kriegen gerade die Höhle komplett in einem Rutsch. Das ist jetzt ein Diktri. Okay. Ich erwarte jetzt tatsächlich nicht viel. Okay, Logok geht rein. Und jetzt gehen wir drauf auf Nahkampf. Beziehungsweise die Donnerfaust. Dieses Diktri mal so schnell wie möglich rausnehmen aus dem Rennen. Wo das irgendwie groß Ärger machen kann. Gut, der Gegner hat auch Lamelux, das ist auch ein Vorteil. Und wir setzen erstmal Ausdauer ein. Warum auch immer, als erstes. Ja, du gehst erstmal mit der Cabo, okay. Ja, ach, gut, und mit Volltreffer, das macht natürlich alles andere als. Macht natürlich alles andere als einfach. Wir dürfen keine vier Pokémon verlieren. Wir müssen dieses Pokémon so schnell wie möglich down kriegen. Der Vorteil ist, dass wir noch drei Pokémon haben, die vorteilhaft gegen dieses Diktri sind. Das ist ein Alola Diktri. Das ist an den beiden. Ja, genau. Drauf, die Hälfte. Sah geil. Mit der nächsten Attacke bist du eh down, mein Freund. Lamelux bleibt bei seiner Taktik, die es noch zweimal vorher eingesetzt hat, mit diesem Regentanz. Genoss. Okay, es holt euch wieder ein bisschen KP zurück. Und mein Logok geht auf Temposchub. Und ich hoffe, dass das reicht, um das Diktri jetzt rauszunehmen. Ja. Wir dürfen nämlich nochmal angreifen. Und damit ist dieses Alola Diktri schon mal aus dem Rennen raus. Und damit war das jetzt nicht das größte Problem. So, wir fangen jetzt ein. So, ich glaube, das Logok werden wir, glaube ich, mitnehmen dann am Ende. So. Evelyn nimmt sich das. Okay, dann brauchen wir es nicht. Ah, super. Typ Wasser auch noch. Ja, legendäres Pokémon für den Typ Wasser. Was haben wir denn? Lugia wahrscheinlich. Nee, Suicune. Suicune, unser erstes legendäres Pokémon. So, dann mal drauf. Ich hoffe, dass wir es durchkriegen. Oh, oh. Das ist gut. Das ist jetzt Aqua durchaus erst auf das Lamelux ein. Oho. Okay. Es zieht nicht viel ab. Ich brauche dringend meinen Dynamax. Monte Carlo geht eher auf das. Ich hätte nicht viel machen können, ne? Kraftabsorber. Wenn wir schon so viel sind, wird es ja wieder ein bisschen Energie. Ja. Schon von Logok sind. Geht. Steigt. Initiative, Entschuldigung, natürlich. Ich muss tatsächlich jetzt auf eine Feuerattacke gehen, weil ich. Keine Schreie. Er geht doch. Okay, du bist
weiter drauf. Deiner Flugdienste. Ich vermute, dass es auf mich geht. Das ist Lola diktiert. Ja, wir haben auch nicht die passenden Pokémon. Eigentlich ist das einzige Pokémon, was ein bisschen was machen kann, ist das Lavalux. Nur ich kann es jetzt nicht gerade steuern. Mit dem Regen macht es natürlich auch nicht viel besser. Weil ist das ein Legi. Ja, das ist doch scheiße so. Dann kommen die mit so einem billigen Attacken. So, dann gehen wir weiter drauf auf das Suicune. Ja, wir haben gerade mal nicht mal die Hälfte noch weg. Wir haben noch über die Hälfte der Lebensenergie. Suicune ist jetzt weiter noch. Ist jetzt auf Gedanken gut. Setz doch mal auf eine Dingsattacke. Auf irgendwie Megasauger, Gigasauger. Ich weiß nicht, ob du sowas kannst. Ah, ich kann jetzt zumindest mal Dings einsetzen. Das Bittere ist, dass ich die Dynafaust nicht mehr drin habe, dass ich jetzt nichts viel machen kann. Ich probiere es jetzt mit. Ich muss es natürlich jetzt mit der Feuerattacke reißen irgendwie. Der Regen macht natürlich alle Sachen noch als einfach, jetzt durchzukommen. Und dann müssen wir gleich doch mal ran. Wir haben erst eine Viertelstunde oder so. Das wäre jetzt nicht das Tragische. Boah, das sieht der mal gar nichts ab. Der Regen ist jetzt weg. Du nicht irgendwas einsetzen, was mal sehr effektiv ist, mein Freund, wie irgendwie Erdbeben oder sonst irgendwas. Der Beschub wirkt. Na, vielleicht macht so ein Feuer ein bisschen einfacher. Ja, das sieht schon ein bisschen mehr ab. Weil der Regen weg ist. Ja, wunderbar, weiter so. Komm. Ernsthaft? Ach so, okay, es sieht nur, es macht nur solche Dinge. Was hast du jetzt gemacht? Initiative, okay. So, jetzt hoffe ich, dass ich nochmal mit machen kann. Lass nochmal. So, Initiative ist. Wer will die Angriffe lieber, wenn ich ehrlich bin? Ich versuche es nochmal mit einem. Oh gut, der geht auf Rauchwolke. Bitte, jetzt zieht man dem einmal noch ein KP ab. Weil dann hätten wir es theoretisch sogar. Je nachdem, wie viel ich jetzt wegkriege von ihm. Ja, nicht ganz. Ich hatte fast das Doppelte noch erwartet. Ja, ja. Ein Volltreffer und jetzt noch einen bekommen. Er setzt Gedanken gut ein. Bitte, jetzt lass ihn noch einmal irgendwas. Hau ihm noch mal irgendwas raus. Jetzt Aquavelle ein. Ah, das Ding's weg. Komm bitte. Irgendwas jetzt gerade noch mal. Mach keinen Scheiß jetzt. Ja, natürlich, weil er noch ein paar KP hat. Damit wäre dieses Abenteuer beendet. Scheiße! Nein, möchte ich nicht. In eine PC-Box definitiv. Aber ich nehme das Logo auch gerne mit. Scheiße, Mann! Ich hätte so gern mitgenommen, das Suicune. Das war nicht viel gewesen. Aber weil die ständig irgendwo diese Gedanken, die ständig diese Einattacken eingesetzt haben.
nicht angegriffen haben. Das wäre sonst erst weg gewesen. Hey, dich kenne ich doch. Bist du etwa auch von Dynamax Abenteuer her? Da liegen wir ja zwei übelst auf der Wellenlänge. Ich bin übrigens Mila. Und du heißt? Yoshi, mein Name. Du bist mit einer Zeitmaschine angereist. Zum Schießen. Was? Mein Dad ist auch hier? Ich habe ihn nirgends gesehen. Würde mich nicht wundern, wenn er aus Versehen wieder zum Eingang zurückgelatscht ist. Ach ja, tut mir voll leid, dass ich dich voll benutzt habe, um ihn abzulenken. Der kann manchmal echt nervig sein. Und wie geht's mit euch zwei eigentlich weiter? Wusstest du, was gegen mein Dad gewonnen? Er war mal Arenaleiter, weißt du? Selbst wenn er gerade Urlaub macht, ist ein Kampf gegen ihn alles andere als einfach. Und hat er dir erzählt, warum er mit mir hergekommen ist? So hübsch, wie er gerade ist, könnte er es bestimmt nicht für sich behalten. Was? Er will mit mir auf eine legendäre Expedition gehen, bei der wir verschiedene Legenden dieser Gegend erkunden? Als würde ich mit meinem Alter noch brav Hand in Hand mit Papi eine Abenteuertour machen. Ist doch voll peinlich. Also würde ich eh viel lieber gegen krasse Dynamax-Pokémon kämpfen. Dieses Gefühl, wenn man übelst riesige Pokémon kämpft. Allein schon bei der Vorstellung kriege ich ein krasses Kribbeln im Bauch. Oh, aber klar doch, ich habe die Idee. Schätze, ein akzeptabler Trainer zu sein. Warum gehst du nicht einfach mit meinem Alten auf diese Expedition? Oh nein, bitte nicht. Nee. Ach komm, das wird doch super, glaub mir. Er mag zwar schwer zu glauben sein, aber man sorgt immer für Unterhaltung. Es würde schon ein bisschen leid tun, ihn alleine zu lassen, wo er so darauf gefreut hat. Und diesmal so, ich gebe die Gelegenheit, einem legendären Pokémon zu begegnen. Ich komme danach, wenn du mich im Riesen der Riesen jetzt ausgetobt hast. Okay, geht zwei ruhig schon mal auf eure legendäre Expedition. Du kannst mal der hier unseren Schlachtplan erklären. Scheiße, Mann, das ärgert mich gerade. Das war nicht knapp, war knapp. Oh, mit dem soll ich auf die Tour gehen jetzt, oder was? Alter, steh mal auf! Oh, mir geht's so schlecht. Diese Schmerzen. Mila, wo ist meine süße kleine Mila? Geht's gut? Dieser lebhafte Herr ist auf dem Pelz ausgerutscht und hat sich den Kopf angestoßen. Mann, mir brummt die Birne. Ich habe am eigenen Leib zu spüren bekommen, wie schmerzhaft ein Abenteuer enden kann. Dabei wollte ich doch nur schauen, ob sich meine Tochter in deinem Felsen versteckt. Und jetzt sieht er an, was aus mir geworden ist. Was? Haben sie ihre Tochter einfach mit einem Klonkitsch verwechselt? Wie auch immer, ich muss mich nur ein bisschen ausruhen, damit ich wieder topfit. Jetzt bin ich den Ausbursche. Wollt ihr nicht nur von meiner kleinen Mila? Ja, klar. Oh, verstehe. Mila kommt also nicht zurück, bis sie sich auf ihren Dynamax-Abenteuern ausgetobt hat. Und sie will, dass wir schon mal ohne sie mit meiner eigens konzipierten legendären Expedition anfangen? Ja, da habe ich die ganze Nächte durchgeackert, um den Plan für unsere Vater-Tochter-Reise zusammenzustellen. Ich schätze, sie ist jetzt in einem Alter, in dem sie sich wieder selbst ausprobieren muss. Als guter Vater soll ich mir wohl Freiraum lassen und nicht zu sehr auf die Pelle rücken. Na schön, habe ich mal nach deinem Namen gefragt? Glaube nicht, wie heißt du denn? Ah, Yoshi, also, ich bin Kioni. Und ich habe mich schon vorgestellt. Naja, doppelt halt besser. Ich hatte die Ligakarte. Wie gesagt, das ist trotzdem los. Ich bin ziemlich sicher. Jedenfalls wird unsere Expedition dermaßen legendär, dass Mila gar nicht anders kann, als sofort zu uns zu stoßen. Okay. Let's fits. Ja, ausgezeichnete Antwort, habe ich mir das vorgestellt. Dieses Abenteuer wird so legendär wie die Pokémon, die wir dabei suchen. Damit wäre beschlossene Sache, Yoshi. Ich würde sagen, wir besprechen alles weitere in Freestyle. Immer danach, also nach, dann kannst du das schauliche Dörfchen gar nicht verwehren. Und wenn es jetzt ankommen muss, während der Expedition den Gepäckträger spielen. Haha, nur ein kleines Späßchen. Na super. Wir können hier gar nicht weiter, oder was? Ich hätte das Suiko und gerne mitgenommen. Muss ich sagen. Du bist jetzt da lang, okay. Ach, da unten ist das der Dörfchen, oder was? Ja, aber den Weg machen wir uns dann in der nächsten Folge auf. Wir sehen uns dann wieder bei Let's Play Pokémon Schild. Schneelande der Krone und ja. Dann geht's weiter mit der Reise nach Freestyle.